Dann mache ich hier die Nähmaschine bereit und dann läuft das eigentlich ganz gut. Hallo? Ich noch ein bisschen. Oh nein, bitte nicht. Bitte, hallo? Bitte nicht. Oh, wer sind Sie? Hallo? Oh, einen wunderschönen guten Tag. Nein. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Ashton Lucha. Oh Gott, wer heißt denn so? So heißt doch niemand. Natürlich, mein Großvater hieß schon Pablo Berto Baluccia und hat 1604 die große Dynastie gegründet. Die Dynastie der Kutschendiebe. Also, aber was ist Ihre Funktion? Ich meine, Herr Lutscher. Ich bin Kutschenklauer in der 7. Generation. Unser Motto ist Lila Lutsch, weg ist deine Kutsch. Ein jetzt, kleines Ablenkungsmanöver und zack, sind die Pferde weg. Aha. Ja, einen Augenblick, alle Pferde sind ertrunken, die sind tot. Und Kutschen gibt's ja auch nicht. Ja, dann... Also wenn Sie kein Boot Bums lutschen können... Biber Bums, weg ist das Boot. Keine Ahnung, wir tängeln das noch aus. Aber wollen Sie das vielleicht mit mir zusammen austängeln? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich ganz und gar nicht, nee. Wir können das auch ausrambolen, ja, wenn Sie möchten. Dann fange ich aber an beim Rambolen. Dafür müssen Sie aber gut werfen. Ich habe bis heute jeden Schritt getroffen, selbst mit einem Golfball. Mit einem Golfball auf 77 Meter Entfernung. Ja, kennst du den Ausrambol-Witz, wo einer sagt, so, wir rambolen das aus? Und der andere sagt, okay, machen wir. Und der andere tritt ihm halt so fest in die Eier, wie er kann. Und der zuckt zusammen und liegt am Boden und schreit und spuckt und kotzt und wirkt. Und irgendwann so nach 15 Minuten sammelt er sich wieder und sagt, so, jetzt bin ich dran. Und sie streiten halt um irgendwas. Ne? Und er sagt so, nee, jetzt habe ich es mir anders überlegt. Du kannst es haben. Weil, weißt du, wenn du so einen Ramboler überlebst, dann ist so viel Hass im nächsten Tritt, dass du eigentlich sagst, nee, komm, isst du es auf. Das letzte Brötchen, das letzte Milky Way. Ja. Da muss man auch mal aufs Rambolen verzichten. Okay, auch wenn ich es früher gern gemacht habe. Merkt man. Man merkt, dass du früher professionell rambolt hast. Weißt du, wie man damals in der Schule nur mit der Stirn rambolt. Ich merke, weißt du, das sieht man dir einfach an. So wie ein Boxer halt. Ne? Bloß wenn man auf dein Gemächt guckt. Wenn man so guckt. Läuft. So, ja, am Laufen erkennt man es so. War ein Profi-Ramboler. So an der Kasse neulich wurde ich schon so, Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten, aber waren Sie früher auch Profi-Ramboler? Waren Sie früher professionell rambolt? Haben Sie früher professionell rambolt? So, ja, erkennt man am Laufen. Ja, habe ich mir gedacht, so, ne? Mein Cousin war Weltmeister. Aber jetzt tot. Hat keine Hüfte mehr. Aber wegen Hüftenverschleiß hat das leider nicht mehr gepackt. Ja, er läuft jetzt wie eine Schlange, aber... So, ich muss jetzt erstmal ein ganz großes, kritisches Thema aufgreifen. Und zwar haben viele gesagt, du hast ja alle Silbermünzen verheizt. Leute, es gibt nur einen Shop anscheinend in dem Spiel. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es noch einen gibt. Aber wir haben... Was sollen wir mit dem ganzen Kram? Wir haben so viel Wertsachen und Klamotten und so. Die brauchst du ja alle gar nicht. Ja, aber das ist ja... Guck mal, man sitzt da ja und denkt so... Ich muss jetzt irgendwie einen harschen Kommentar schreiben. Dann schauen wir mal. Ich spule mal eben durch. Na, Holz haben sie, Eisen haben sie... Ja, so Westen, Pistolen, Munition haben sie auch. Was, Glas haben sie mittlerweile auch ganz schön viel. Gummi haben sie gesammelt. Oh, Silbermünzen. Oh, Leute, ihr braucht Silbermünzen! Was ist... Aus 1,11, Ausrufezeichen. Ich stich, ja, so, ich hab... Ne? Ist ja nicht so, dass das einfach mal so eben geschrieben ist, so ein Kommentar. Ja, da muss man sich viele Gedanken machen, ne? Ja. Ich habe mir über meinen Hass sehr viele Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, ich hasse euch. Ja, also wir haben so viel Kram, ich wollte einfach Platz. Einfach Platz. Nach 3000 Videos habe ich festgestellt, dass ihr übelst kacke seid, aber bitte lad mal mehr hoch. 4 Videos reichen am Tag einfach auch nicht, um meinen Hass zu kanalisieren. Ey, das finde ich immer ganz geil bei so neuen Projekten. Weißt du, zum Beispiel so ein Starfield zieht halt viele neue Leute auf den Kanal. Und wenn du dann so siehst, wie jemand wirklich 10 Folgen lang, die Folgen gehen stellenweise eine Stunde auch noch, sich das anscheinend auch alles anguckt und mir jede Folge schreibt, wie kacke er es findet. Ja. Aber das finde ich immer sehr geil. Das finde ich immer sehr geil, wenn dann jemand wirklich 10 Folgen lang dran bleibt. Wo ist unsere Samenkiste eigentlich gelandet? Da waren so Baumsamen, Baumwolle, ja, Erdbeersamen. Die ist jetzt hier drüben. Ach neben so. Der Eisenkiste. Die Samenbox, weil ich habe noch ein paar Samen, die ich gerne einfügen würde. Warum sind die in einem Glas und kleben? Ja, ich habe die Erdbeeren nur gelutscht, damit die Samen... Und einer hat geschrieben, wir würden wertvolle Watch-Minuten verschwenden mit Sortieren und Aufbau der Basis und wir würden der Gewalt sehen. Ah, okay. Fahren wir los, oder was? Na komm, geben wir dem jungen Mann Gewalt.
Aber wohin? Sollen wir mal so eine Unbekannte anfahren? Wir auch noch hier, oder? Wir ja, waren auch noch wenig, hier. Genau. Wir wollten ja eigentlich über, da diese komischen... über Bezirk 43, unten rechts waren wir auch noch nicht, aber ganz oben rechts sind auch noch Sachen, ganz weit wir weg. Wir wollten noch eigentlich zu dieser komischen Backen-Unterwasserstätte, wo wir diese zwei aggressiven Bäckchen gesehen haben. Was ist eigentlich das da vorne, direkt hier vorne? Waren wir da schon? Ist das nicht der Handelsposten? Nee, das ist nee. Irgendwas anderes. Das ist doch neu. Ein anderer das Handelsposten. Das haben wir doch neu hochgezogen. Guck mal, da stehen irgendwelche braun gebrannten, aggressiven Männer, Sturmgewalter. Oh, Sturmgewalter. Alter! Alter! Boah! Alter! Die schießen übelst auf mich drauf. Dann zeig dir mal, wo der Lonnie hängt. Boah, ey, ich muss mal einen Lonnie rausholen jetzt hier. Wo ist der? Wo sind die alle? Da ist einer. Bam! Okay, einer schon mal weg. Muss hier so ein bisschen drumrum schwimmen. Ist das ein Gegner hier? Bam! Alter, er sieht richtig sturmgeweiht aus. Sturmgebleiter. Das bist du, ach, das ne? Ja, das okay. bin ich. Oben ist noch einer. Hast halt nur so eine Mini-Insel, ne? Ja, oben ist down. Wie kommt man dann hoch? Ah, oh, okay. Hier ist eine Leiter. Aber hier ist noch irgendwo was. Ich höre noch Musik. Vorsicht. Ja, hier. Ich habe einen. So eine Glatzkopf-Lady. Ist erledigt. Oh, Harponisten und Gewehrenisten. Ich gehe weiter hoch. Oben ist noch einer, Vorsicht. Einen habe ich down, aber der kommt jetzt raus. Da, oder. Alter! Oh! Boah. Der wollte okay, mir eben gerade richtig hart die Rosette veredeln. Hat er gebleached. Hat mir den Anus und den Venus gebleached. Okay, schon wieder so viel Loot, so viele... Materialien und alles ist wild. Loot is gonna wild. Loot's gonna wild. Schönes wild looten. Never easy. Ja gut, aber wenn wir unsere Base dann mal irgendwie auch verschönern wollen und so, ne, dann müssen wir auch ja, klar, das kostet schon mal Geld, du, ne? Ist hier oben noch irgendwas, was man so ablooten kann? Gummi nee, auf ne? jeden Fall immer mitnehmen. Wir haben echt einen Gummimann. Ja. Schön, wir brauchen einen Kautschuk für Gummis. Ich stech nicht mehr ohne Gummi ins Rote Meer. Klar, das ist gefährlich. Oh, hier ist eine Mülltonne, vielleicht sind da noch alte Sandwiches drin oder so. Ja, auf jeden Fall schön, aber das muss er eigentlich nochmal kurz zurückrudern, ne, weil abgeben, weil ich bin schon wieder relativ voll. Na ja, gut, wir nehmen alles mit, was geht, packen noch die Sachen ins Boot, die halt nicht mehr passen. Aber musst du, um jetzt 100% zu kriegen, müsstest du da auch hier die Betten und so kaputt hauen? Wahrscheinlich, ich würde sagen, ja. Guck mal auf die Prozent, ich mach mal hier unten was kaputt. Merk dir mal die Prozent. 70 haben wir jetzt. Okay, warte, ich hau das jetzt gerade kaputt. Ich hau hier auch noch was kaputt. So, was haben wir jetzt? 74, ja. 83 sogar bei mir, weil ich hier... Jetzt ist 83. Hast du dich hier noch Metall? Ja, ich schlage hier noch einen Holztisch kaputt und eine Couch. Prozent, fertig. My friend. Macheten brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich hab jetzt die mitgenommen, um sie in den Schrottding reinzujagen. Das stimmt, wir können die in den Verwerter packen, ne? Ja, oh, aber das dauert auch lange. Lass sie liegen. Ja, siehst du, 100%, ja. Muss halt alles mitnehmen. Auch den Mali unten würgen. Den Marlin, Ich hab den Marlin da unten noch gewürgt. Dann habe ich 100% bekommen. Du hast gut reden, Pferdefresse. Pferdefresse? Ich guck Nemo so gerne. Oh, macht euch nichts raus. Er ist ein bisschen traurig. Wir suchen seinen Sohn, Silvio. Sag mal, ist unser Boot richtig kaputt oder was ist das da? Nee, weiß ich nicht. War jemand an unserem Boot oder was? Vielleicht haben die draufgeschossen. Weil eben gerade haben wir auch Kugeln abbekommen. Weil wenn ich da hingehe, ist die Anzeige so ein bisschen runterge... Na, vielleicht hat einer ein Kügelchen reingedrippt, ne?
Kann natürlich sein. Einen fiesen Tripper. Einen fiesen Tripper reingetrippert. Lebensmittel bist du gerade dran. Ich habe hier noch ein paar Samen. Das ist Holzkomponenten waren hier, ne? Ja. Ne, eine Gummikiste hatten wir nicht, ne? Eine Gummikiste hatten wir nicht, aber wir haben so viel Metallschrott, das reicht erstmal für die nächsten Jahre. Hat sich so eine Machete zerkrümelt? Ja. Oh, das ist sogar ein Stahlbarren, das Ding. Oh, das ist aber gut, das ist schnell. Zeitrechnungsmäßig. Ich meine Eisenbarren, sorry. Stahl. Eisen. Na gut, wir müssen dann gleich direkt weiter zischen, ne? Zischen ist immer gut. Bevor es halt wieder super dark wird. Ich könnte noch ein paar Bandages mitnehmen. Und die Taschen voll machen mit. Ich hab noch Holz. Schwupps, mach ich jetzt mal hier kurz rein. So, ich bin bereit, ne? Okay. Dann fahre alter Muskelkrabben wieder am Start, ey. Klar, jetzt mit dem Muskelpatch, den er da rausgehauen hat. So kann ich mich nicht hinsetzen, jetzt. Der Muskelpatch. Mit dem Buff-Date? Oh, kurz noch die Sandbank hier geknutscht. Also hier bei der Insel waren wir schon, ne? Aber ja, zum Beispiel bei dieser komischen Brückeninsel da hinten waren wir noch nicht. Bei der Bridge-Insel? Ja, hier. Waren wir noch nicht. Die wäre dann gänzlich neu. Weiß ich nicht, sturmgeweihte Außenposten? Doch, haben wir jetzt 100%. Außenposten. Ja, aber hinten dran. Waren wir da schon? Achso, ne, hinten dran waren wir nicht. Bei Autobahnpässe, da hinten ist auch irgendwas. Ja, bei dem Parkhaus links da drüben. Aber jetzt hier geradeaus, da waren wir noch nicht. Alter, schau dir das Ding an. Ja, krass, ne? Sowas könnten wir auch bauen. Wir könnten auch so leben wie die. Wie Könige. Autobahnpässe, aber die sind neutral. Das ist neutral da hinten. Das ist neutral, also vielleicht erstmal nicht rumballern, sondern fragen, was hier so abgeht. Nee, das ist... Oh, nee. Nee, das ist... Jetzt oben rechts. Gerade stand aber hier Autobahn-Dings. Oh! Ja, das war irgendwas. Wow, die geben uns. Wir sind neutral. Verschwinden Sie gefälligst. Alter, hier geht's ab. Hier geht's richtig ab. Alter, er hat so eine Keule. Wow, ich bin tot. Schießerei, Alter, was geht? Alter, geht's richtig ab. Da oben sind 20 Mann. Meine Weste ist auch schon so gut wie kaputt. Oh. Die sind aber gar nicht neutral. Die sind aber überhaupt nicht neutral, Großmeister. Sehr inneutral. Au! Von wo, Alter? Von wo denn? Au! Man kann nicht durch das Holz durchballern. Ich hab keine Muni. Moment. Jetzt hab ich aber ein bisschen Muni. Wir müssen da hoch und den geben. Ja, aber mach das mal einfach so. Alter! Ey, was für ein Headshot! Aber ich habe den wieder ein bisschen angehittet. Also aber der ist super strong. Wird ein bisschen kassiert. Alter, da hinten ist eine riesige Insel. Ich kann hier auch nicht durchschießen. Nee, das geht nicht. Mehr kannst du vielleicht durchschlagen. Na, ich habe aber nichts Cooles zum Schlagen dabei. Kein Speer? Wo, Alter, aua!
Ey, ich muss sagen, die Waffengeräusche sind echt krass in dem Spiel, ne? Ja. Das klingt richtig fetzig. Schießt hier oder du oder? Nee, ich bin jetzt erst wieder da. Sind wir oben tot? Ich hab. Oh, 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 oh! Okay, der da hinten ist down. Alright, dann gehen wir mal. Ich hau mir mal kurz Antibiotika rein. Ich nehme mal ein bisschen. Au! Oh! Über dir hinten, irgendwo. Da, unter dem. Ach, da! Down. Hab ihn. Boah, die Insel wird krass, glaube ich, ne? Ja. Weißt du, sollen wir erst zurückfahren, weil es dunkel wird wieder? Dann loote hier unten schon mal alles weg, dass wir... Ich sehe halt jetzt schon kaum... Alter, was? Hier! Geh mal hier hin. Das irgendwie wegmachen. Hier kannst du was looten. Guck mal hier, wenn du da hingehst, wo ich stehe. Siehst du auch die Girl-Klamotten? Nee, aber ein Fernglas, eine Betäubungs-SMG. Aber Klamotten sind ja, ja. Nehmen schon mal alles mit, was ich hier krapsche dudeln kann. Dass wir schon mal die Hälfte quasi geladen haben. Bewegst du dich da oder ist ich bewege mich. Ich bin also gerade im Moment. Da, da ist irgendwo ein Gegner. Einen habe ich wieder gekillt. Alter, oben sind unglaublich viele Feinde. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, dass wir vielleicht. Ah, gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Spring ins Wasser! Ich bin im Wasser. Die Runde geht an euch, aber wir kommen wieder! Wir kommen wieder! Delfin-Mutanten-Gang. Wie hier in Paradise PD. Delfin-Mutanten. Die Runde mögt ihr vielleicht gewonnen haben. Aber beim nächsten Mal kommen wir wieder, ihr Schweine. Der Zwillingsfelsen wird auch rot angezeigt. Der ist auch richtig fies. Das ist so eine richtige Higher Base. Und hinten dran ist so ein Kontinent quasi. Der ist richtig Land. Richtig Landmasse, die wir erobern können. Da können wir Umzugskartons machen und dann. Na, eigentlich sind wir ja gut gelegen, wenn man so drückt, wenn man es genau nimmt, weil wir haben halt die Mitte, ne? Ja, gut, man kann schwärmen in alle Richtungen. So, da wären wir. Ihr blöden Schweine! Oh, es ist dark. Schlafen. Kommst du? Ich bin unterwegs. Können wir denn sleepen? Ja. Oh, nice. Oh, sehr schön. Alter, ich habe richtig Energy Drinks und so gefunden. Und hi, das gibt's ja nicht. Unsere Dings ist voll hier. So war es unsere Essenskiste. Ja, muss erstmal was essen jetzt hier dann. Ja, seit der Erfindung der Pilzvogelsuppe. Haben wir ein neues Niveau erreicht, ne? Ja. Wir haben so viel Schrottklamotten und so, ne? Kaputtes Zeugs irgendwie. Leider ja. Wie kann ich denn Rüstung reparieren? Weil das ist ja... Nee, das ist eine Rüstungswerkstatt. Gab es nicht auch noch so eine Reparatur? Munitionspresser? Ich glaube, es gibt so ein Reparaturding irgendwie.
Rüstungswerkstatt. Reparaturstation, ja, hier. Ich baue mal eine. Ja, aber sollen wir nicht die kaputten Sachen, kann man die nicht einfach zerlegen? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ob man sagen kann, das Zerlegen ist besser als das Reparieren. Ja, aber was sollen wir mit 23 Helmen und 14 Westen und... Ach, guck mal, und schon ist repariert. Keine Ahnung, was er dir verlangt hat, aber ich hab's einfach wieder, ich hab einfach F gedrückt. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch geht. Ja. Ja, lohnt sich doch. Ja, ich weiß auch nicht, was wir damit machen sollen. Wir haben jetzt schon fast die beste Ausrüstung. Ein bisschen besser geht noch. Wir haben schon Top-Notch. Wir notchen halt mittlerweile auf Top. Ja, richtige Spitznotch. Oh, wir sind halt voll mit Chrom, ne? Gummi ist halt das Einzige, was wir noch wirklich so richtig brauchen. Das ist immer noch sehr relevant. Gum-Gum für die Sum-Sum. Gum-Sum! Richtige Gum-Sums! Richtige Gummisöhne. Hier, bitteschön, gern geschehen. Oh, ich bin schon direkt aussortiert wieder. Oh, wir können eigentlich nochmal ran, ne? Eigentlich können wir. Ja, willst du jetzt nochmal los, oder? Weil. Guck mal, ich habe hier so einen ekligen Badezimmerteppich gefunden. Den mache ich hier so zum Eingang hin. Ich muss ja auch gleich noch zum Kutschendienst. Achso, du musst doch die Kutsche fetten, ne? Du musst doch die Kutsche fetten jetzt gleich. Ganz hart. Komm mal her, guck mal, das ist so richtig ekelhaft. So eine Siffmatte, die war früher mal weiß. Und hatte auch nicht solche komischen Turtle-Muster, sondern... richtig widerliches Ding. Fußpilzmatte. Ja, das ist so eine richtig schöne Fußpilzmatte. Hier bitte nur barfuß abreiben. Gut, beim nächsten Mal holen wir uns die Twin Towers. Darf man da schon Witze drüber machen? Ich weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bewerten und kommentieren. Und tschö. Tüdelü.